Vor 2, 3 Wochen habe ich euch vorgestellt, was man zur Gaswarnstufe 1 jetzt zu Hause mit seiner Gasheizung machen könnte. Wenn ihr die Videos nicht gesehen habt, ich verlinke die jetzt hier oben, könnt ihr euch nochmal anschauen. Wir haben jetzt Mitte April und die Temperatur persönlich bei uns an der Heizung habe ich jetzt so eingestellt, dass wir schon bei 14 Grad Raumtemperatur sind. Die Heizkörper waren jetzt die letzten 1, 2 Wochen bis einmal abends immer kalt. Die Temperatur des Vorlaufes, also Heizungsvorlaufes, liegt konstant zwischen 36 und 38 Grad. Ab und zu geht die Heizung oder der Gasbrenner an für wenige Sekunden, dann geht er wieder aus. Und von den ganzen Vorgängen, die ich euch vorgestellt habe, und natürlich auch das Video, blende ich jetzt hier auch nochmal ein, wo ich euch schon die Gasersparnis in diesem Zeitraum vorgestellt habe, ist es für mich jetzt ein logischer Schritt. Ich werde jetzt heute, ich glaube, wir haben heute den 20. oder 21. April, ich werde heute die Heizung abstellen, den Gashahn schließen, denn wir brauchen ja die Heizung nicht mehr, weil wir jetzt eine Warmwasserwärmepumpe haben. Und somit ist für uns die Heizphase heute vorbei. Und ich bin mal gespannt, ob es meiner Frau auffällt, dass es nachts oder abends vielleicht doch nicht mehr so warm ist. Bisher habe ich bei den ganzen Maßnahmen meiner Frau nichts davon erzählt, weil sie dafür keine Geduld hat. Ja, Leute, ich werde euch auch weiterhin davon berichten. Ich wollte eigentlich noch einen weiteren Beitrag in den vergangenen Tagen dazu machen, bin leider nicht dazu gekommen. Eine weitere Maßnahme jetzt, die man im Zuge des Videos, was ich euch am Anfang empfohlen habe, wo es ja darum ging, die Heizungsvorlauftemperatur abzusenken, dass man hier vielleicht auch etwas mal in der Wohnung tut, was wirklich ein harter Einschnitt ins Leben ist, vielleicht mal von dem einen oder anderen Raum die Zimmertüren nicht offen stehen zu lassen, sondern alle Zimmertüren zu schließen, in denen man nicht gerade ist oder rein will. Kleiner Tipp, wenn ihr rein wollt, macht die Tür vorher auf, sonst tut die Nase weh. Aber ich glaube, wir werden hier im Winter nochmal Beiträge von mir zum Heizungsvorlauf und zu der Ersparnis nochmal Beiträge erhalten. Denn unser Projekt mit der Wärmepumpe wird sich wahrscheinlich bis nächstes Jahr hinauszögern. Und wir sind auch im nächsten Winter dann auf die Gasheizung nochmal angewiesen, aber dazu kommen noch Beiträge. Das soll es jetzt für heute erstmal wieder gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen und schaut euch mal den Beitrag zur Gaswarnstufe 1 an. Vielen Dank, ciao! So, meine Frau ist nicht dabei, aber ihr dürft dabei sein. Die Heizung hat es nochmal auf 56 Grad Vorlauftemperatur hochgeheizt. Braucht man nicht. Ich werde jetzt hingehen und werde hier die Heizung ausmachen. Und werde auch hier, oh, fällt mal was ein. Ja, der Monteur von der Heizung hat gemeint, der Schalter wäre kaputt. Den müsste man austauschen. Habe ich nicht machen lassen, also kann ich hier nichts machen. Jetzt mache ich noch den Gashahn zu. Oh, wenn er denn geht, zu. Doppelt gemoppelt hält besser. Klingerventil auch zu. Heizung ist aus für dieses Jahr. Oder zumindest mal für den Sommer. So. Heizung ist aus. Hier geht nichts aus, geht aber auch nicht auf Störung. Hier habe ich schon geschaut, Stecker kann ich nicht sehen, ist direkt mit dem Strom verbunden. Kondens
Wasserpumpe muss weiterlaufen, weil hier auch die Ochsner Warmwasserwärmepumpe drüber läuft. So, hier die Pumpe vom Heizungskreislauf kann ich auch nicht abschalten, weil die auch hier direkt dran hängt. Ja. Gut. Jetzt geht's auf Störung. Bleibt auf Störung stehen. Ciao.